May it please the court, I desire to announce that defendants Kaltenbrunner, Zeiss in court, and Stryker will be absent from this morning's session due to illness. What is your name? Waring. Waring. Your Christian name? Your first name? Jacobus. You swear to speak without hate nor fear. To say the truth, all the truth, only the truth. Will you raise your right hand and say, I swear? I swear. Sit down. Monsieur Waring, vous êtes sénateur des Pays-Bas. Jawohl. Vous êtes président du Parti Socialiste des Pays-Bas. Ja. Yeah. Vous exerciez ces attributions en 1940, au moment de l'invasion des Pays-Bas par les Allemands. Ja. Yeah. Je désirerais vous demander de donner quelques explications sur la situation suivante. Il existait aux Pays-Bas, dès avant l'invasion, un parti national-socialiste. Je désirerais que vous exposiez quelle a été la situation après l'invasion des Allemands et l'occupation à l'égard des différents partis politiques des Pays-Bas et notamment à l'égard du Parti national-socialiste et quelles ont été les interventions de ce parti en liaison avec l'occupation allemande. Ik zou er de voorkeur aan geven om in het Nederlands te spreken. Maar daar ik het Engels en het Frans niet vloeiend spreek, verzoek ik in het Duits te mogen spreken, om op deze wijze het proces niet onnodig op te houden. En dit is de enige reden waarom ik in het Duits zal antwoorden. Die politieke situatie in Holland, nach der die Einnahme Hollands der Deutsche Armee, war diese, dass in erster Linie die Wehrmacht Ruhe und Ordnung in Holland aufrecht erhalten wollte. Aber sofort sind auch die eigentlichen Nazis mitgekommen und haben sofort versucht, von ihren Gesichtspunkten aus das öffentliche Leben Hollands zu leiten und zu organisieren. Und es gab bei den Deutschen unserer Auffassung nach drei wichtige Richtungen. Da waren in erster Linie die Blut- und Bodengläubigen. Die wollten das ganze Volk Hollands für ihre nationalsozialistische Ansichten gewinnen. Die bekamen bei den Wahlen 1935 zwar 8% der Stimmen, aber schon zwei Jahre später war diese Zahl auf die Hälfte zurückgegangen.
Und diese Leute waren die inkarnierte Taktlosigkeit. Sie haben zum Beispiel es verstanden, nachdem die Trümmerhäufen Rotterdams noch rauchten, eine Nazi-Kundgebung zu machen, wo der holländische Führer Messert Herrn Göring eine metallene Glocke stiftete, wie eine Art Danksagung für seine Leistungen, die er Holland gegenüber sich zu Schulden hat kommen lassen. Es hat ihm glücklicherweise nicht für die Niederlage gehütet. In dritter Linie gab es noch dazu die sogenannten Intriganten. Das waren die Leute, die die nationale Einheit Hollands am liebsten zerstören möchten. Und es sind diese Leute, die in allererster Linie durch Seyss Inquart versucht haben, das holländische Volk mit Schmeichelei zu gewinnen. Die haben, so wie Seyss Inquart das gemacht hat, gesagt, dass wir als stammesverwandte Volk versuchen sollten, zusammenzuarbeiten. Und die haben hinter den Kulissen haben die verschiedenen Nazi-Gruppen gegeneinander ausgespielt. Diese Nationalsozialisten haben dann allmählich gewisse Schlüsselstellungen im holländischen Staatsapparat okkupiert. Sie bekamen Stellung als Generalsekretäre in der inneren Verwaltung. Sie wurden Provinzkommissare, sie wurden Bürgermeister. Als kleine Besonderheit möchte ich hinzufügen, dass zum Beispiel zu wenig geeignete Leute da waren, um Bürgermeister zu sein. Da haben die sogenannte Schnellkurse eingerichtet und haben sie es verstanden, in dieser Hinsicht eine Rekordleistung zu machen. Sie haben nämlich in 3 Wochen haben die Bürgermeister in Holland angezüchtet. Sie können sich schon denken, was das für Bürgermeister gewesen sind. Dazu wurden sie manchmal auch Verwalter in den nazifizierten Organisationen und Geschäften. Und dadurch haben sie natürlich auch gewisse Machtpositionen in Holland bekommen und haben sich dort wie richtige, feige Nazi-Knechten benommen. Herrn Rost von Tonningen hat zum Beispiel Millionen holländische Gulden dafür benutzt, den Krieg in Russland zu finanzieren, im Namen des Kampfes gegen den Bolschewismus, so wie er das genannt hat. Es war schließlich im Dezember 1942, dass Seyss Inquart die NSB erklärte als der Träger der politischen Entwicklung.